Die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt an der deutsch-polnischen Grenze. Jeden Tag kommen der ehemaligen Kaserne Menschen an, die in Deutschland einen Asylantrag stellen wollen. In diesem Jahr sind es besonders viele. Täglich kommen hier 7 Tage die Woche etwa so um die 100 Personen an. Die Tendenz steigt immer noch an. Das heißt, wir rechnen damit, dass wir etwa so auf einen Stand von 120 Personen kommen. In Brandenburg enden die Fluchtrouten über Russland und Belarus und dann Polen. Auch über die Balkanroute via Ungarn und die Slowakei kommen viele Menschen auf der Flucht über die polnische Grenze. Deutschland ist für viele von ihnen das Ziel der Wahl. Sie haben teils viel Unrecht auf ihrer Flucht erlebt und hoffen, hier in Sicherheit zu sein und nicht mehr mit Rassismus konfrontiert zu werden. Ich bin vor dem Krieg geflohen und ich habe Asyl in Deutschland beantragt, wegen der Situation in Syrien und in der Türkei. In der Türkei gibt es viel Rassismus und in Syrien herrscht Krieg, es fallen Bomben. Es gibt keine Sicherheit, dort können wir nicht leben. Für seine Flucht musste der Syrer viel Geld an Schleuser zahlen. Von der Türkei nach Griechenland waren es $500, von Griechenland nach Serbien $1.000 und von Serbien nach Deutschland noch einmal $1.000. Der Leiter der zentralen Ausländerbehörde begrüßt die unlängst von Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigte Verstärkung der Grenzkontrollen, um den Schleusern das Handwerk zu legen. Ich meine, mit jeder zusätzlichen Kontrolle werden zusätzliche Schleuser gefasst. Und jeder Schleuser, den wir fassen, bedeutet erstmal, dass einige hundert Leute nicht mehr schleusen kann. Also ich glaube, dass es insbesondere zur Bekämpfung der Kriminalität sehr geboten ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die europäischen Staaten, was die Schleuserkriminalität anbelangt, eng zusammenarbeiten. Die Zahl der unerlaubten Einreisen ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50% gestiegen. Bis August wurden mehr als 70.000 Menschen von Schleusern nach Deutschland gebracht.